ganz frei nach Project Eden. Gesponsert von Rappi, der auch wieder mit dabei ist, wie genau wie in jedem anderen Multiplayer-Projekt. Hallo Rappi, wie geht's dir? Ja, schicken wir mal. Wir schicken ihn ständig dazu zwingen, mitzuspielen. Was ist da noch zu können? Spielst du mit mir Tank Quest? Ich brauche hier jemanden für den Koop. Naja, ich hatte eigentlich zu nichts nicht gezwungen. Du bist immer derjenige, der sagt, oh, Jacken, ich möchte mal wieder mit dir aufnehmen. Ich habe keinen Bock mehr im Krankenhaus zu sein. Ja, kann ich verstehen. Krankenhäuser sind scheiße. Oh, und wieder im Krankenhaus gewesen. Magenentzündung. War ich nervig und furchtbar. Ich hoffe, hier wird es kein Krankenhaus geben, das dich dann an diese Albträume erinnert. Weil ich kenne das Spiel ja nicht im Gegensatz zu dir. Leider ja, doch. Für mich ist es wieder blind. Happy Cat mal wieder alles. Irgendwann leider brauchen doch wir ein Spiel, das ich kenne und für dich blind ist. Aber ist ich bin Wally nicht so gut darin, Sachen zu erklären. Ja, Stardew Valley. Das wird oder, so lange. Oder Goose Game. Anteil Goose Game habe ich aber schon mal P. Ja, es gibt ja grob Modus für. Das ist eigentlich im Grunde das gleiche, nur zwei Spielern. Stimmt ja, also, ich habe es ja ganz schwer angesehen. Ja. Ah ja, wie schon unten links beschreibt, von Core Design in 2001 rausgebracht. Ja. Die sind bekannt für die Tomb Raider Serie, also die ersten fünf. Sechs auch, glaube ich. Bin ich sicher. Die haben auch Angel of Darkness gemacht. Ja, ich meine, die haben Angel of Darkness gemacht, ja. Ich denke schon, ja. Auf jeden Fall die ersten sechs Tomb Raider Spiele. Ja. Von dem ich halt nur 2 und 3 am besten finde. 4 ist ein bisschen verwirrend mit den ganzen aneinanderliegenden Levels mit Ladezonen. Naja, was erwartet man auch von Ägypten? Da mag ich ja lieber die lineare Levelstruktur anstatt so aneinander geschachtelte Levels, wo man hinläuft und merkt, da geht's nicht weiter, muss halt wieder den ganzen Weg zurückgehen, einen anderen Bereich zu untersuchen. Das ist schon nötig. Naja, reden wir nicht über Tomb Raider, reden wir über Project Eden. Multiplayer! Was ein sehr gutes Spiel ist. Spieren. Ja, Create Game, New Game. Spiel auf 2. Okay, dann akzeptieren wir die Terms of Game. Nehmen wir die Terms of Conditions. Wir haben sie zwar nicht gelesen, aber akzeptieren wir sie mal trotzdem. Ja, stimmt. Kein Druck, wir, ja, sie schulden uns ihre Seele. Checken. Starten wir das Spiel. Es gibt so eine Cutscene leider ohne Subtitles, also ohne Untertitel. Dann müssen wir. Ja, es ist leider alles nur auf Englisch. Es gibt eine englische und französische Version, aber keine deutsche. No. Was sehr schade ist. Dann starten wir das Spiel. Come on, Andre. Control's waiting. Yeah, better be important getting us up this early. Okay, people, we have a problem. I suppose you've all heard of real meat. Oh yeah, I could show you it. Okay, cut it out. You know who I mean anyway. The Real Meat Company. Supplier of nearly half of the synthetic meat used in this city. Well, currently, they've got a major situation at the research facility on the Century Plaza. They've had some power system problems the last couple of days, plus some of their computers have started acting up. The technical team they sent to deal with it last night failed to call in. They had armed backup because they were working near an urban aid unit under the facility, and that doesn't seem to have helped. We had a report from a security guard down there that there were screams and gunfire. Idiot didn't try to help, of course. Your team has been assigned to go and find out what on earth happened. The real meat facility has gone haywire, apparently, so your first priority is to get into the plant and shut the place down. Then we'll need to investigate what happened to the technicians. As usual, I'll be acting as your control. So I'll be in constant contact throughout the mission. Remember, time is of the essence if we'll track down whoever's responsible for this. Why have we been assigned to this dumb mission?
sounds like a mission for a drone squad to me, not the Urban Protection Agency. I heard there's a riot in Section 12 and going on all night. We're being sent to flip the power switch at a factory. Well, look on the bright side. We should be finished in time for lunch. Anyway, sounds like that riot will be going on for a while yet. Perhaps. But the disturbance at the factory must be serious for them to be sending us in. Yeah, I suppose so. Control never tells us the whole story. Likes to keep a little bit back as a surprise. Still, sounds like a dumb mission, though. We're members of the UPA, not boiler servicemen. Settle down, people. It sounds like we're here. You may now exit safely. Wir sind da! Hey, was haben wir das Spiel? Ah, was für eine lange Fahrt. Also so wie die Kamera gerade im Wagen rumgewackelt hat, würde ich da im Real Life drin sitzen, würde ich mich sowas von übergeben. Okay, Team, all systems are go. I have audio-visual feedback from you all. Head straight across into the Real Meat facility and I'll give you a fix on the control room when you're inside. Okay. Okay. Schauen wir uns mal die Dokumente an, also unsere Informationen. Real Meat. Echtes Fleisch. Ja, ist eigentlich synthetisches. Ja, veganisches Fleisch. Mhm. Ja, wir haben... So, was will Rappi sich angucken? Die Fraktion, ja. Das große I-Symbol ist ja gerade am... Ja. Objectives ist am Blinken. Klick mich, ruft er, sagt es mir. Arrival. Was möchtest du denn wissen? Arrival. Objectives. Enter the Real Meat Facility and locate the control room. Genau. Ah, ja, erstmal möchte ich Code sein, gerne eine reinhauen dafür, dass sie diese seltsame Schriftart benutzen. Ja, dann lieber Papyrus. Die ist manchmal so schwer zu lesen. Lieber der Papyrus wie Tief 3, ja. Ah ja, man kann die Bilder vergrößern, indem man draufklickt. Die Bilder vergrößern? Ja. Oh! Also wie mit... Da haben wir noch heutzutage sind die meisten sowieso Veganer. Da haben wir noch Interviews, also Sprachnachrichten, Mails und Informationen über Altkontrolle und die Interviews. Charaktere, die wir nutzen. So. Genau, wir haben jetzt bestehen aus 4 Spezialisten. Hier, der Afroamerikaner ist... Wie ist der nochmal? Connor? Der echte Name gerade nicht ein. Wir haben der Kommandeur, der ganz spezial Bereiche und so. Meinst du den nicht gerade Steuer? Ja. Carter. Ach, Carter, genau. Der kann auch, der ist der Commander und der kann Türen öffnen, die höherrangige Personal nutzen kann. Also der einzige, der solche Türen öffnen kann. Dann haben wir Minoko, die Computerspezialisten, die sich überall einhacken kann. André, der Fisch. Ja. Dann haben wir noch André, ist unser Techniker, der kann halt die beschädigte Elektronik reparieren. Sein Multifunktionswerkzeug. Ja. Und dann noch Ember, der Android. Also die Android. Ember! Bist du die gleiche Ember wie in Tales of Phantasia? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall der Geist eines jugendlichen Mädchens, das querschnittsgelähmt war. Der hat sich ein Programm unterzogen, weil halt, wo der Verstand halt den Androiden so übertragen wird. So, sie hat auf jeden Fall eine schwere Waffe dabei, zum Beispiel. Wir haben nur ein bisschen Energiepistolen, aber sie hat auch einen zusätzlichen Raketenwerfer. Und sogar eine Bereiche durchqueren, die für. Genau, der. Sogar Bereiche für. Raketenwerfer! Sogar Bereiche durchqueren, die für das andere Personal gefährlich sind, zum Beispiel. Elektrizität, Gas oder Hitze, so wie Feuer. Oder Kälte. Ich bin hot. Gut, da gehen wir mal. Hot. Hoffentlich läuft das besser als in der Testaufnahme. Ja, nicht vorlaufen. Aber nur das Regen-Stationen. Das sind quasi Checkpoints. Und Regeneration, und die heilen und so Lebenskraft.
So, daher von Personal, also von einem der vier Leute sterben, dann werden sie hier wieder wiedergeboren. Wiederbelebt. Ja, also wiederbelebt. Also hier wieder regeneriert. Der Körper wird zurückgehen, also wieder generiert. Okay, das war jetzt genug mit Erklärung. Machen wir uns an die Arbeit. Okay, soll ich wieder meinen Tod springen? Oh. Oder ja, die Typen können einfach in ihren Tod springen. Oder Typ, der von... Great start. Okay, change of plan. We'll have to use the lift on the right to get down to the maintenance area below the factory. From there you can get to the UPA lift that leads straight into the plant. While you're down there, we can check out the scene where the technicians went missing. Ja, lief nicht alles nach Plan. Was im Leben läuft schon nach Plan? Ja. Ja, was für ein schwerer Schaden. Da oben ist schon Feuer. Wer weiß, wie das in der Anlage aussieht. Okay, ob Lara darüber springen könnte, wo wir vorhin schon über Tomb Raider gesprochen haben? Vermutlich, also aber aus Sprinten heraus. Ja. Ich denke mal, ganz rechte Seite. Rechte Seite ist nah genug. Bridge destroyed. Investigate the disappearance of the technicians. Ja, ich muss gerade mal sehen. Okay. Ah ja, wir haben überlebt, dann wir können mit den Leuten reden. Also ein Überlebender! Mit Zivilisten können wir reden. Er möchte nicht mit uns reden, habe ich das Gefühl. That was too close. Let me out of here. Was? Er möchte definitiv nicht mit uns reden. Ich hatte keine Chance, ihn anzuklicken. Naja, ich hatte gerade noch die Chance, dreimal anzuklicken. Oh! Okay. Ich wollte nur gucken, ob ich ihn finde. Definitiv, ich bin nicht versehentlich in den Tod gestürzt, so wie in den ganzen Testaufnahmen ständig. Naja, immerhin können wir jetzt das Ganze zeigen, wie das mit Regenstationen funktioniert. Ja, das war alles Absicht, um nur das Prinzip zu zeigen. Definitiv. Ich bin nicht zu dämlich, um das Spiel zu spielen. Und ich werde auch definitiv nicht im kommenden ganzen Levels dauernd in den Tod stürzen. Ah ja, nee. Bestimmt nicht. Ein Taschenlampen mit unbegrenzter Energie. Steuerung ist auch recht schwammig. Ja. Okay. Wir schon mal führen keine Wege raus. Dann nutzen wir die andere Brücke. Also Lara hätte es definitiv über den Abgrund geschafft. Im Gegensatz zu mir. Okay, da schon aus. Ist genug Licht hier. Open the door, please. Ein ja, Getränkeautomat, was möchte ich denn gerne haben? Ich glaube, es gibt nur Kaffee hier. Oh, dabei trinke ich keinen Kaffee. Ich auch nicht, schmeckt mir nicht. Aber die Karte, wo wir drin sind. Century Plaza, Industrial Sektor, B34481, das sagt mir sehr viel. Ich glaube, das sind Lautsprecher links und rechts davon, diese weißen Dinger. Ja, für Wartemusik. Bändchen, naja. Könnte halt mit verschiedenen Sachen die Umgebung interagieren mit diesem Schalter. Muss nah genug dran sein. Wenn nicht nah genug dran ist, wir haben jemanden vergessen. Wo ist André? Der steht draußen noch. Er möchte nicht reinkommen. Was machst du hier draußen? Also naja, das hier ist die Fleischfabrik und er ist Veganer. Die KI hier. Manchmal ist sie ein bisschen doof, die KI hier. Da müssen wir aufzugehen, um runterzukommen. Ach, André. Achso, das erste Level wird sehr einfach durchgehen, weil wir die Probe gespielt haben. Ja. Ich kenne ja die ganzen Puzzles hier. Aber das war so lange her, ich habe bestimmt wieder die Hälfte vergessen, was wir damals in der Aufnahme gemacht haben. Das Gute am Spiel ist, man muss alle Fähigkeiten der Charaktere nutzen, um halt voranzukommen. Manchmal auch Kombinationen davon. Da gehen wir in die Fahrschule rein. Sogar mit guter Aussicht. Würde ich niemals im Real Life sowas reingehen, aus Glas. Oh, da unten brennt schon. Dann fahren wir mal runter. Oh, sie macht auch die Lara-Geräusche, wenn sie gegen die Wand läuft. Dein Zopf ist nur nicht lang genug, um Lara zu sein. Zur Exzession. Würde aber checken, ihr passen.
Ich bin die Haare lang genug für. Ja. Aber ich bin nicht so sportlich wie Lara. Ja. 10.000 Meter springen kann. Find the security guard who witnessed the crime. See what info we can give you. I've downloaded his details to Carter. Your computer will be able to identify him now. Mail has arrived. Ah, eine E-Mail. Eine E-Mail bekommen? Ja, yep, Objectives und eine Mail. Was zuerst? Erstmal die Objectives lesen. Okay. Security Guard. Objectives. Locate Security Guard. Und so sieht er also aus. Dillion SP. Exit, exit. Und dann die Mail. Die E-Mail. Security Guard. UPA-File. Number 00. So sage ich das in Englisch. 00743427. Weil die alles in Englisch gesprochen wird. Ja, weil das Spiel auf Englisch ist, deswegen. Ja. Leider. Ich glaube, DZ soll die Abkürzung für Citizen sein. Keine Ahnung, Name Dillion SP. Citizen Number 88373682. Oh je. Er ist 42. Jetzt nur noch eine Nummer. Security Guard. Wirklich, der arbeitet als Security Guard. Hm. Was sonst noch? Die Security Guards, die wir suchen müssen, arbeiten als Security Guards. You don't say! Vielleicht ist auch eine Assassine, ein Koch, der sich als Assassine versteckt. Oder hast du einen Security Guard? Das sind noch weitere Informationen. Du kannst More drücken. Ich kann auf More drücken. Ja. Oh. Ja. Previous records none. Currently employed by the Real Meat Corporation to patrol the main entrance. Maintenance. Ach, Maintenance. Na, Main Entrance, der ist ja jetzt kaputt irgendwie. Ja. Also würde er den Main Entrance bewachen, dann wäre jetzt sein Job los. Forever. Deck beneath the Century Plaza Facility. Hm. Okay, da suchen wir dann nach dem Burschen. Mal schauen, wie es aussieht. Suchen, suchen, suchen. Safe the first. Jetzt kann es. Jetzt auf jeden Fall nicht weiter, hoppla. Ich wollte nicht darunter. Leute, warum folgt ihr mir? Ich wollte nicht darunter. Ja, raus. Ich wollte nicht da hochklettern, Amber. Ja, Chaos fängt schon nie an. Firehouse real, keep clear. Oh ja, Feuerwehrschlauch. Safety first. Safety first. Safety first. Ja, safety first. Ganz langsam durchgehen. Safety first. Schau, was hier links ist. Ach, André. Hängt an deinem Hintern. Ja, ich habe gerade André gebodyblockt. Unabsichtlich, weil er der Meinung ist, hinter mir hinrennen zu müssen und nicht. Keycard-Lock, ja, brauchen wir einen Keycard für. Naja, ich habe einen Raketenwerfer, ne? Und hier ist ein Fenster aus Glas. Vielleicht ist der Panzerglas. Aber das ist eine Rakete. Vielleicht so nutze ich einfach die Wand nebenan. Neben der Tür. Und erschaffe so einen Durchgang. Ah, Regenstation. Jetzt werden wir hier gehalten und wieder erweckt. So, nicht weiter. Ich werde Munition auffüllen. Wir sind leider Station für unsere Waffen und Werkzeuge. Alle Waffen und Werkzeuge nutzen Energie. Ja, ich habe auch voll den Raketenwerfer mal abgefeuert, um zu zeigen. Ja. Oder wunderschöne Explosion. Ja, und die Energie kann in diesen Stationen aufgeladen werden. Aber die werden im Spielverlauf spärlich. Wir müssen dann uns auf Energiezellen anwenden, also bauen müssen dann Energiezellen anwenden, die wir später sammeln können. Backtracking machen. Oh, da. Oh. Da ist ein Mensch! Hallo, Mensch! Mensch, öffne die Türe! Ach toll. Ich glaube, es war der Security Guard, aber der ist jetzt unerreichbar. Naja. Schauen wir mal, was es hier gibt. Oh, Alarm da unten. Rote Türen.
Da unten ist Alarm. Alarm, Alarm, irgendwas passiert. Alarm Cobra 11. Das erinnert mich an den Alarm aus Batman Arkham Knight, wenn die, das waren Two-Face-Leute, die die Bank überfallen genau. haben, ne? Ah, wir können. Ja. Er hatte auch so einen gleichen Alarm. Wir können dem Glas interagieren, das ist ein Target. Ein Target? Target zerstört man, habe ich gehört. Hm. Ach, ist schon. Mal schauen. Oh, da unten ist sehr viel Dampf. Das heißt, nur Ember kann durch. Ja. Das heißt, da kann nur Ember durch. Diesmal bin ich nicht gestorben. Gut. Weil ich versehentlich das Falsche noch runtergeschoben bin. Ja, es gibt hier Fallschaden. Ja. Müsste ich eigentlich echt mal unsere Testaufnahme zusammenschneiden? Habe ich immer noch nicht gemacht. Ich lass mal Kata und Andre da oben, nicht, dass sie runterfallen und sterben. Das ist nicht. Mhm. Hazardous Environment. Ein Hebel, Schalter. Hebel. Keine Ahnung. Schalter ist, glaube ich, hier zum Umlegen von oben nach unten. Gut, Dampf ist jetzt inaktiv. Nicht aus, aber es ist halt weniger. Yep. Jetzt können die anderen der Runden Sicherheit runtergehen. Mal schauen, wie die KI da mitmacht. Kommt schon mal der Erste? Ich spiel damit gerade. Kannst du gar nicht übernehmen, der folgt mir gerade nicht. So. Okay, fast gestorben. Wow. Eine HP übrig. Wow. GG. Oh, hab ich hier versehentlich einen übernommen? Egal. Fehlt mir jetzt gerade, wo ist. André, ich übernehme ihn gerade. Okay. Access ist die Night! Oder ich hab das Rohr da drauf, aber dann ist der Arm abgerutscht. Ah, ist auch runtergefallen. Auch ein RB. ja. Naja. Hartmut. Oh ne, da gönn ich mit ihm, weil gleich steht's im Kampf. Da geh ich dann nur mit. Gehen wir zu zweit da rein. Dann beiden bleiben wir erstmal hier. Ja. Frauenpower! Ja. Tür auf. Und da runter. Wir okay. zeigen den Ember wie First. Wird. Ember First. Was hätte ich wieder an Waffen dabei? Ich ja, das waren Waffen. Das Einzige, was Ember in Schaden kann, ist ein gegnerisches Feuer. Oder haben wir schon? Da ging's da. Mit dir! Okay, der erste ist erledigt. Jetzt wird noch der zweite. Ah, nicht schießen, nicht hochklettern, Ember! Yep. Setze deine Prioritäten, please. Ist erledigt. Kann ich das ausmachen, indem ich drauf schieße? Nö. Leider nicht. Aber selbst beim. Kein Ausknopf. Ich habe es damals selbst beim Spielen versucht, aber funktioniert leider nicht. Leider geht das nicht. Die haben ein Büro hier angegriffen. Mit Fluchtweg. Sicher? Während Notfällen soll man aber keinen Aufzug benutzen. Hier ist schon wieder Kaffeeautomat. Naja, die haben versucht, wollen was zu stehlen oder einfach nur Schaden zu verursachen. Das sind die den Schaden abbekommen. Aha. Ja, meine Ohren bekommen den Schaden ab. Na, da gehen wir schnell wieder raus. Ich glaube, die anderen beiden können jetzt sicher runtergehen. Okay, ich übernehme Kater, du kannst ja André, ich übernehme André, du kannst Kater. Kater ist Nummer 1. Ach stimmt, ich kann ja auch mit der... Ich vollkommen vergessen. Ich bin jetzt ins Menü gegangen, um die Ach zu so. Wechseln. Ja, es gibt ja die Kurztasten 1 bis 4. 1 Carter, 2 ist Minoku, 3 ist André und der Ember ist 4. Ich habe es einfach über die Jahre eingeprägt, dass ich das Spiel gespielt habe. So. Übernehmen wir die... Übernehmen wir die einen, die noch Lebenskraft haben. Oh nein, Geländer, Vorsicht.
Nicht zu nah dran. Oder rein! Ganz vorsichtig! Nicht am Geländer! Immer an der Wand bleiben! Die Geländer hier sind mein Todfeind. Was ist die Doggos? Oh nein! Ja, das sind leider gefährliche Hunde. Ja, Schubi-Exzession der Real Meat Factory. Und die Bahn da hinten hat schon einfach aufgehört zu fahren wegen der Exzessionen. Wow! Schild runtergefallen. Wow, die ist aber extrem schnell weggefahren, die Bahn. Die Leiche Buddy blockt mich! Das hat, oh, der hat Typen angegriffen. Ja, sehr gefährliche Hunde. Und nicht zu nah dran. Bin zu nah ins Gelände gelaufen. Oh, die nächste Bahn. Feuerdor kippt hier. Feuerdor. Mhm. Jetzt sind wir auf der anderen Seite dieser Tür. Also dürfen wir die Türen benutzen. Schicken. Das ist nicht wie Feuertüren funktionieren. Hm. Da ist eine Tür offen. Oh, das ist die. Jo? Das ist die Wache. Speculated. Ja, nur Carter kann mit ihm reden. Oh, Carter. Dann rede du mal mit ihm, Carter. Interview. So, we hear you were near the scene when the incident took place. Yeah, Jesus. Sounded like a war going on. It didn't try to help out then. You mad? That's what those armed goons accompanying them were getting paid for. Anyway, seems like they met some heavy opposition. You should check out the recordings on the security cameras. Might have caught some useful footage. The access terminal is in the hut next to the soup kitchen, but the door lock's bust. I've been trying to get someone down from maintenance to fix it for a week, but I guess they got bigger problems up at the factory right now. Yeah, I think so. Ja, zum Glück haben wir die dabei, der ganze Barrieren. Hm. Naja, okay. Ich habe Raketenwerfer als Amber. Hm. Ah, wir haben neue Funktionen. Check this. Neue Informationen! Oh, Objectives. Dino-Interview. Check Security Camera Recordings. Na, dann machen wir das mal. Um zu gucken, was passiert ist. Weil Mr. Security Guard wollte seinen Job nicht machen. Er hatte zu viel Angst. Der folgt nicht mehr. Waren, die hier reingekommen sind. Ja, wenn man Charaktere wechselt, dann hat man nicht mehr die Befehlsgewalt über die. Muss man sie wieder neu befehlen. Zurück ist in der Generalstation vorbei. Da können sie sie heilen lassen. Ja. So, wird jetzt aufgemacht. Das heißt, wir können in die Liste weitergehen. Und Munition wieder auffüllen. Hm, stimmt. Energie der Munition. Gar nicht daran gedacht. Na, ich bin aber noch nicht ganz geheilt. Stimmt, alle Heilung wird mit allen geteilt. So, jetzt gehen wir in diesem Bereich weiter. Ist dieser unten? Weiter im Mail? Sie haben einen neuen Bereich entdeckt.